So, das ist der kleine Wasserkocher. Funktioniert nur mit Stromanschluss. Ist aber wirklich kompakt. Also wenn man sich im Vergleich dazu hier meinen anderen Wasserkocher anschaut, der ist niedriger, aber wesentlich breiter. Also, und vor allem ist der richtig gut verschließbar. Der passt nicht in eine Tasche und außerdem hat er ja noch unten dieses Ding. Und das hier ist alles ganz kompakt. Dann braucht man natürlich Wasser. Hier drin ist eine Linie, wie weit man es auffüllen darf maximal. Das Ganze zu. Man braucht eine Steckdose. Ohne Steckdose funktioniert das Teil nicht. So, wenn es eingesteckt ist, dann kann man, wenn man hier länger drauf drückt, dann zeigt er, welche Temperatur es gerade hat. Dann kann ich sagen, wie heiß ich es haben möchte. Also für Babynahrung kann man, wenn man das Wasser schon abgekocht hat und dann da reintut, kann man das einfach wieder auf die richtige Temperatur aufwärmen. So, ich will aber, weil es die Erstinbetriebnahme ist, dieses ganze Ding komplett abkochen. Also 100 Grad und dann nochmal hier drauf. Und dann geht's los. Und ganz wichtig, man muss hier oben diesen Silikonstopfen öffnen, wenn man das kocht. Das hätte ich fast vergessen. Es geht relativ langsam. Der kocht jetzt seit 3 Minuten von 22 auf 39 Grad. Also schnell geht's nicht. So, das Wasser kocht jetzt seit 10 Minuten. Mal sehen, wie lange es noch dauert. Jetzt hört es sich an, als wäre es bald soweit. So, nochmal eine Minute oder zwei. Okay, jetzt ist es fertig. Es piept.